Hey Marley, was für ein schöner Tag. Oh nein, das böse Feuerwehrauto. Er spritzt alles mit Wasser voll. Hey Frank, dein böser Zwilling ist zurück. Und er macht viel Unordnung. Pass auf den Hubbel auf! Hey Tom, es gab einen Unfall. Weißt du, wer das richtige Feuerwehrauto ist? Super, kümmere dich besser um ihn in der Garage. Er ist immer noch bewusstlos. Seine Stoßstange ist kaputt. Willst du sie reparieren? Oh nein, du hast den bösen Zwilling mitgenommen. Holen wir das echte Feuerwehrauto. Er ist bewusstlos. Er sollte lieber erst geweckt werden. Der Ventilator wird dabei helfen. Da bist du ja wieder, Frank. Zeit für die Inspektion. Dein Scheinwerfer ist kaputt. Und deine Stoßstange auch. Aber Tom kann das reparieren. Hast du auch den richtigen parat? Der da ist es. Gute Arbeit. Jetzt die Stoßstange. Welche Größe ist es? Wieder richtig ausgewählt. Jetzt ist Frank wieder ganz der Alte. Bereit, deinen bösen Zwilling zu bekämpfen? Tom, hast du denn noch etwas für Frank? Aha, einen Regenschirm für den Fall, dass der Böse dich nass spritzen will. Danke, Tom. Tschüss. Wow, der böse Zwilling ist noch da. Hol ihn dir, Frank. Du wirst verlieren, böser Zwilling. Puh, das hat sicher wehgetan. So wirst du lernen, andere nicht zu stören. Schneller, Marley. Die Felsen versperren den Ausgang. Oh nein, du bist eingesperrt. Hey, Superbohrer, bist du hier, um Marley zu helfen? Bohre dich durch die Felsen. Schnell, aus dem Weg! Hey, Tom! Superbohrer ist verletzt. Repariere ihn am besten in der Garage. Marley, Geduld. Du kannst gleich raus. Bereit für die Inspektion? Dein Bohrer hat viel abbekommen. Und deine Windschutzscheibe ist kaputt. Keine Sorge, Tom repariert das. Wollt ihr anfangen? Entfernen wir zuerst den Bohrer. Hm.
Zeit für einen neuen. Tom, hast du nicht noch andere Bohrer? Das wird nicht gehen. Der ist etwas anders. Ha? Hast du noch einen Bohrer? Aha, er sollte die richtige Farbe bekommen. Das ist perfekt. Gute Arbeit. Jetzt die Windschutzscheibe. Hast du die richtige für Superbohrer? Passt perfekt. Superbohrer ist wieder ganz der Alte. Bereit, Marley zu helfen? Tom, hast du noch etwas anderes für Superbohrer? Aha, ein Telekinesestrahl gegen herunterfallende Felsen. Danke, Tom. Tschüss. Halte durch, Marley. Superbohrer ist unterwegs. Ah, endlich ist er da. Schnell, nutze den Telekinesestrahl. Puh, das war knapp. Seid an solchen Orten immer besonders vorsichtig. Hey, Mathilda, das ist ein cooles Werwolf-Kostüm. Wieso wirfst du Süßigkeiten in die Luft? Ah, da ist ein freundlicher Geist. Sieht so aus, als würde er spielen wollen. Pass auf! Hey, Tom! Ein Geist hat versehentlich Mathildas Unfall verursacht. Wie, du glaubst uns nicht? Okay, bringen wir Mathilda in deine Werkstatt zum Reparieren. Wollen wir mit der Inspektion beginnen? Oh je, dein Motor ist kaputt und heizt sich auf. Dein Scheinwerfer ist auch kaputt, aber keine Sorge. Tom wird dich reparieren. Bereit? Holen wir einen Schraubenschlüssel für den kaputten Motor. Vielleicht ist es der Geist. Ups, glaubst du uns jetzt? Sieht so aus, als will er bei der Reparatur helfen. Sei vorsichtig, er ist immer noch heiß. Au, das muss wirklich wehtun. Was für ein guter Freund. Jetzt kannst du sicher arbeiten. Wow, sieht so aus, als hätte der Geist die richtige Größe ausgesucht. Willkommen zurück, Mathilda. Zum Schluss noch die kaputten Scheinwerfer. Sieh mal, der Geist hat es schon wieder getan. Meine Güte, er mag dich wirklich. Mathilda ist jetzt endlich wieder sie selbst. Bereit, zurückzugehen und den Halloween-Abend zu feiern? Tom, hast du noch etwas anderes für Mathilda? Oh wow,
ein Radar, um den Geist zu finden und ein Strahl, damit er sichtbar wird. Danke für deine Hilfe, Tom. Tschüss. So lecker. Sieht so aus, als würde der Geist auch Süßigkeiten wollen. Mathilda, benutze dein Radar, um den Geist zu finden. Yay, du hast es geschafft. Und er kann auch nicht mehr verschwinden. Fröhliches Halloween allerseits. Hey Lilly, machst du mit den Babys einen Ausflug zum Park? Das macht sicher viel Spaß. Vorsicht mit den Schneehaufen. Pass auf den Felsen da auf. Oh je, du steckst fest. Hey Tom, Lilly hatte einen Unfall. Hey, Superbohrer! Ah. Tom kommt mit dem Eis nicht zurecht. Hilfst du ihm? Yay! Du bist wieder frei, aber auch verletzt. Die Babys können im Schnee spielen, während du repariert wirst. Zeit für die Inspektion. Dein Vorderreifen ist beschädigt. Und die kaputte Stoßstange sieht auch nicht gut aus. Aber keine Sorge, Tom bekommt das wieder hin, stimmt's? Zuerst der kaputte Reifen. Hast du für Lilly die richtige Größe parat? Das ist es. Hey, nicht den Reifen verlieren. Gut gemacht. Reparieren wir weiter. Was für ein kluger Helfer. Gut gemacht. Und jetzt die kaputte Stoßstange. Mal sehen, ob du die richtige Größe parat hast. Geschafft. Lilly ist wieder ganz die Alte. Willst du mit den Babys spielen gehen? Tom hat wohl noch etwas für dich. Aha, eine Schaufel für die Schneehaufen. Danke, Tom. Bis später. Da bist du ja. Auf geht's. Die sind dir nicht gewachsen, Lilly. Pass auf, der Schneemann. Schnell, die Schaufel. Puh, das war knapp. Hey Frank, Amber und Mathilda. Warum seid ihr so in Eile? Oh nein, es ist ein gigantischer Tierangriff. Marley, Tom, passt bloß auf, wenn ihr versucht, sie zu stoppen. Pass auf! Jetzt wäre eine gute Möglichkeit, um zu laufen und sich zu verstecken. Tom, Marley hat sich verletzt. Lass ihn uns reparieren.
Oh oh, die gigantischen Tiere sind zurück. Tom, das ist deine Chance. Los! Mhm. Bereit für die Inspektion? Hey. Huh? Du hast einen platten Reifen. Hm. Und ein kaputtes Frontlicht. Aber keine Sorge, das haben wir in 0, nichts erledigt. Oder, Tom? Starten wir mit dem platten Reifen. Ach, schau, dein Assistent ist hier, um dir zu helfen. Schnell, tu doch was! Okay, Tom. Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sehr gut. Schon deine Kräfte für die Reparatur. Gut gemacht. Jetzt brauchen wir uns nur noch um das kaputte Frontlicht zu kümmern. Gut reagiert, Mathilda. Hast du auch die richtige Größe? Das passt. Marley ist wieder ganz der Alte. Bereit, die gigantischen Tiere zu stoppen? Ah, sieht aus, als hat Tom noch etwas. Aha, eine Schrumpfkanone, um die Tiere wieder klein zu machen. Danke für deine Hilfe, Tom. Bye-bye. Marley, schnell, benutzt die Schrumpfkanone. Super gelöst. Jetzt müssen wir nur noch die große Spinne finden. Ich glaube, sie brauchen Hilfe. Marley, du weißt, was zu tun ist. Teamwork zahlt sich aus. Oh nein, der böse Spider-Truck ist zurück. Oh, bist du okay, Frank? Hey, Spider-Truck. Dein böser Zwilling verursacht Chaos in der Stadt. Da ist er ja. Pass auf, Spider-Truck. Hey, Tom. Hast du das gehört? Spider-Truck braucht deine Hilfe. Weißt du, wer ist Tom? Vielleicht kann dir Frank helfen. Es liegt also bei dir, Tom. Sei dir nur sicher, dass du den richtigen mitnimmst. Dann lass uns mal sehen, welche Probleme Spider-Truck hat. Oh nein, Tom. Du hast den bösen Spider-Truck in deine Werkstatt gebracht. Lass uns schnell den richtigen Spider-Truck holen. Hey, das ist nicht okay. Ich denke, jeder macht mal einen Fehler, oder Tom? Bist du okay, Spider-Truck? Das war wirklich ein schlimmer Unfall. Okay, dann lass uns mit der Inspektion anfangen. Dein Frontlicht ist kaputt, Spider-Truck. Und deine vordere Stoßstange muss auch repariert werden. Aber nichts, was Tom nicht hinbekommt. Oder, Tom? Erster Schritt geschafft. Jetzt das Frontlicht. Hm.
Such dir das aus, was dir am besten gefällt, Spider-Truck. Gute Wahl, Spider-Truck. Dann lass es uns einbauen. Du bist wieder wie neu, Spider-Truck. Was hast du vor, Tom? Sieht so aus, als hat Tom noch was für dich. Na klar, ein Hubsauger, um alle Spinnenweben einzusaugen. Jetzt kannst du deinen bösen Zwilling aufhalten, Spider-Truck. Danke, Tom. Wow. Bye. Schau, Spider-Truck. Sieht ganz so aus, als wäre dein böser Zwilling wieder unterwegs gewesen. Da ist er. Schnell, versteck dich, Frank. Hey. Pass auf, Spider-Truck. Super Fang. Ich glaube, da braucht noch jemand Hilfe, Spider-Truck. Die Flecht ruft. Hey, Mathilda! Hat Roboter Mathilda die Weihnachtsgeschenke gestohlen? Hey, Tom! Was für ein cooler Schneemann! Oh nein, das Polizeiauto entkommt! Mach weiter, Mathilda! Der Schlitten wird dir helfen, schneller zu fahren. Pass auf! Tom, beeil dich! Hilf ihr! Puh, das war knapp. Aber wo ist Mathilda? Oh je, sie ist verletzt. Helfen wir ihr auf und reparieren sie in deiner Werkstatt. Sollen wir mit der Inspektion beginnen? Der Unfall hat deine Sirene kaputt gemacht. Und deine Rückenflosse. Autsch. Aber keine Sorge. Tom wird dich im Handumdrehen reparieren. Fangen wir mit der kaputten Sirene an. Hast du die richtige Größe für Mathilda? Das ist zu klein. Juhu, du hast die richtige gefunden. Gut gemacht. Zum Schluss noch die gebrochene Rückenflosse. Wartest du auf deinen Assistenten? Okay, Tom, du weißt, was zu tun ist. Das ist die perfekte Größe für Mathilda. Tom, du bist dran. Mathilda ist endlich wieder ganz die Alte. Bist du bereit, deinen bösen Zwilling zu jagen? Tom, hast du noch etwas für Mathilda? Aha, ein Superreaktor, der dir hilft, den Schlitten besser zu kontrollieren. Danke für deine Hilfe, Tom. Bis bald. Da ist sie. Warte, der Schlitten wird dir helfen, sie schneller zu fangen. Schnell, benutze deinen Superreaktor. Schau lieber, wohin du fährst. Frohe Weihnachten an alle. Hallo, ihr alle. Ihr baut einen Eisstand?
Super cool. Hi, Bagger Edna. Du brauchst diese Rohre? Oh, pass auf mit der Matschspitze. Oh, oh. Jetzt steckst du fest. Komm schon, Edna. Du schaffst das. Geschafft. Aber jetzt bist du voller Matsch. Aber kannst du überhaupt was sehen bei all dem Matsch? Pass auf! Wir sollten diesen Dreck loswerden, Edna. Lass uns zu Toms Garage fahren. Aha, Dreckspatz Edna. Oh, oh. Vorsicht, Edna. Hi, Tom. Ich glaube, Edna braucht eine gute Autowäsche. Was ist deine Diagnose, Tom? Da ist wirklich klebriger Matsch überall verteilt. Und wir müssen den Matsch aus dem Gesicht entfernen, damit Edna wieder sehen kann. Bereit, Edna? Oh, das ist eine Menge Wasser. Okay, dann geht's weiter in den nächsten Raum. Wow, so große Schwämme. Edna, wo bist du? Ich kann dich vor lauter Bubbles gar nicht mehr sehen. Wow. Und weiter geht's. Du hast so einen schicken Seifenblasenhut. Und ganz zum Schluss, der Trockner. Angenehm, oder? Yay, das war die perfekte Autowäsche, oder? Edna, kannst du jetzt wohl weiterarbeiten? Aber hast du keine Angst, wieder dreckig zu werden? Oh, eine Schutzbrille. Super Idee. Jetzt bist du bestens ausgestattet. Los geht's, Edna. Coole Sonnenbrille. Super Job, Edna. Es ist sehr wichtig, diesmal vorsichtig zu sein. Oh, oh. Billy, da ist viel Farbe in deinen Eimer. Sei vorsichtig. Oh, nein. Sie sind mit Farbe bedeckt. Zumindest sind deine Augen sauber. Bis bald. Und immer dran denken. Sicherheit geht vor. Hey, Amber. Unterwegs, um dich um Walters Fieber zu kümmern? Sieht nach Stau aus. Nutz deine Sirene. Sieht so aus, als würde niemand zur Seite fahren. Vielleicht fragst du die anderen mal, ob sie dich durchlassen. Amber, sei nicht so schüchtern. Vorsichtig. Oh, pass auf die... Oh nein, Amber. Amber hat ein Problem. Sie braucht deine Hilfe. Lass uns sie abschleppen. Schlechte Neuigkeiten, Amber. Sieht so aus, als hättest du einen kaputten Seitenspiegel. Und einen Platten hast du auch noch. Und außerdem funktioniert deine Sirene nicht richtig. Keine Sorge, Tom wird dich in 0, nichts repariert haben. Lass uns mit deinem platten Reifen anfangen. Das erste Paar Reifen ist viel zu groß. Hier ist dein neuer Reifen. Der hat genau die richtige Größe. Lass uns den alten Reifen abnehmen. Guter Job, Tom. Jetzt ist es Zeit für ihren Seitenspiegel. Ist das der richtige Spiegel, Tom? Aha. Vergiss deinen Schraubendreher nicht, Tom. Kitzelt es? Und als letztes eine neue Sirene. Perfekt, alles fertig. Du hast eine Überraschung für Amber?
Ey. Ha! Jetzt wird dich jeder hören und vorbeilassen. Probier's mal aus. Wow, das ist wirklich laut. Versuch's nochmal, Amber. Viel besser. Sollen wir wieder los? Bis bald, Tom. Oh, hier ist schon wieder Stau. Du weißt, was zu tun ist. Du darfst laut sein, Amber. Du bist immerhin ein Rettungsfahrzeug. Aber vergiss nicht, diesmal vorsichtig zu sein. Keine Sorge, Walter. Amber ist hier. Wow, du glühst ja. Mach dir keine Sorgen, Walter. Du wirst morgen wieder gesund sein. Hey, Gary. Zeit, den Müll einzusammeln. Sei vorsichtig. Der nächste Eimer ist wirklich voll. Oh, du denkst, du bist so stark. Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. Oh, oh. Uah, du bist voller Müll. Das riecht wirklich nicht gut. Tom, riechst du gar nichts? Ja. Gary hatte einen Müllunfall. Er braucht eine gute Autowäsche. Weißt du zufällig, wo er sie bekommen kann? Keine Sorge, Gary. Du brauchst nur eine gute Dusche und wirst gleich wieder toll riechen. Na, dann lass uns dich mal anschauen. Sieht so aus, als hättest du Bananenschalen auf dem Kopf. Und Matsch auf deiner Frontscheibe und deinen Spiegeln. Gary, da sind auch noch ein paar Pizzareste auf deinen Reifen. Lass uns Gary schön sauber machen. Bist du kitzlig, Gary? Gute Arbeit. Lass uns diese Pizzareste entfernen. Ups, ich glaube, wir haben zu viel Schaum. Sieht so aus, als ob Gary es genießt. Jetzt die Wischer. Gute Wahl, Tom. Die werden den Matsch super schnell entfernen. Du bist beinahe fertig. Du funkelst wie ein Stern, Gary. Tom hat noch eine Überraschung für dich, Gary. Parfüm. Gute Idee, Tom. Gary riecht jetzt wie eine Blumenwiese. Hey! Riecht Gary nicht fantastisch? Hi, Skylar. Ups. Tollpatsch, Skylar. Das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, oder? Das ist zu weit. Du fällst noch hinein. Oh nein. Skylar? Tom wird dich abschleppen. Und dich in seine Waschanlage fahren. Der Zement auf deinem Rücken ist bisher noch nicht trocken. Der wird einfach wegzuwischen sein. Bist du bereit, Skylar? Wir müssen uns beeilen, bevor der Zement fest wird. Los geht's! Das sollte schon einiges von dem nassen Zement wegbekommen. Es hat funktioniert. Du kannst deine Augen wieder aufmachen. Wow! Oh, sieht so aus, als wäre das schon getrocknet. Du brauchst ein bisschen Seife, Skylar.
Das kitzelt, oder? Jetzt wird es Zeit für die Dusche. Lass uns mal sehen, ob die Seife deinen Schmutz lösen konnte. Ja, der Fleck auf deinem Kopf ist weg. Aber der trockene Zement am Reifen braucht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ah, jetzt sieht man schon einen Fortschritt. Der trockene Zement bröselt. Aber es sieht immer noch dreckig aus. Wow, was für ein sauberer Reifen. Das ist zu heiß. Ah, viel besser. Du strahlst ja richtig. Warte, Skylar. Tom hat noch was für dich. Was könnte wohl unter der Decke sein? Wow, ein gigantischer Sauger. Wow. Skylar kann ihn benutzen, um verlorene Dinge aus dem Zement zu holen. Bis bald und Dankeschön. Oh oh. Keine Sorge. Du hast doch deinen gigantischen Sauger dabei. Da ist das Hütchen ja wieder. Konzentriere dich immer auf die Arbeit und pass gut auf, dass du nichts umschubst.